Lol, was ist das denn? Es ist eine neue Version von Space Engineers verfügbar. Klasse! Gerade jetzt, wo ich fertig bin! Ja, hallo, liebe Weltraumfreunde. Ich bin's, der Tenchi, und wir spielen Space Engineers. Und ihr werdet euch bestimmt fragen, warum hatten die jetzt so eine komische Perspektive? Das liegt daran, ist vielleicht den einen oder anderen auch aufgefallen, letzten Tag, also gestern, gab es keine Space Engineers Folge. Das liegt daran, ich habe hier versucht, irgendwie in diesem Schacht es hinzubekommen, dass ich hier irgendwie die Gravitation genau hier im Zwischenpunkt ändere. Habe ich mit Sensoren rumprobiert und von der einen Plattform zur anderen springen und die ganzen Gedöns. Und ich bin einfach nicht vorangekommen. Es war eine total langweilige und beschissene Folge, aber das hält mich ja nicht davon ab, das trotzdem hochzuladen. Nein, der Grund war ein anderer, und zwar war es die Tatsache, dass meine Stimme nicht mit aufgenommen wurde. Ich hatte da einen Fehler, irgendwie war ein Kabel locker am PC hinten, keine Ahnung, und ja, da kam die Stimme nicht mit, und da dachte ich mir, naja, bevor du jetzt da irgendwas neu nachsynchronisierst oder so, es interessiert ja eh keine Sau, hier ist ja nichts passiert. So, jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich denn jetzt? Habe ich es jetzt an? Nee, jetzt habe ich ihn an, oder? Jetzt habe ich ihn an, ja. Okay, die Frage ist, wie baue ich es jetzt sonst? Also, das kommt auf jeden Fall wieder weg, das kommt auch weg, und ich auch diese ganzen Sensoren und so, mache ich erstmal alles wieder weg. Die Frage ist, wie baue ich diesen Scheißgang jetzt? Weil ich habe es echt nicht hinbekommen, das ist echt schwierig. Ich wollte das erstmal im Kreativmodus dann vielleicht irgendwann mal lösen. Vorerst fliege ich einfach nur hier durch, oder ich mache hier eine Leiter rein zum Rumklettern. Die Frage ist, was ich jetzt bauen möchte. Möchte ich jetzt hier oben die Basis endlich mal anfangen? Oder möchte ich hier unten, was ist denn das hier eigentlich? Ach, das ist der Boden, genau. Lol, das ist der Boden. Ja, ich muss jetzt doch wieder hier rein. Oder möchte ich denn doch nochmal schauen, ob ich die Küche und sowas weiter baue? Ich habe jetzt eh gerade nur Zeit, um eine Folge aufzunehmen. Deswegen werde ich, glaube ich, ein bisschen was Chilligeres machen. Das ist dann vielleicht ein bisschen schlecht für euch, aber halt doch ganz angenehm für mich. Ich glaube, ich baue erstmal hier die Wand mal komplett fertig. Und hier hat schon jemand gesagt, warum baue ich denn die Küche nicht woanders hin? Und das hier wird irgendwie, naja, ein Gemeinschaftsraum oder irgend sowas. Etwas Größeres. Das wäre eine gute Idee. Wir schauen einfach mal, was wir dann später für, was wir da später noch für Add-ons haben. Und dann machen wir das. Und dann hat noch jemand gefragt, wegen der Add-on-Liste. Okay. Ich habe vor, diese Add-on-Liste, ich schaue einfach mal, was ich für Add-ons habe. Stell das dann mal zusammen. Ich glaube, man kann ja bei bei Steam kann man ja, glaube ich, so eine Art, ja, kann man die Add-on-Listen ja, glaube ich, irgendwie als Kollektion hinzufügen oder irgendwie so. Und dann kann das sein, dass ich das dann hinkriege. Und wenn ich es hinbekomme, dann seht ihr das vielleicht unter dem Video hier. Außer ich vergesse es wieder, und ihr kennt ja meine Verpeiltheit. Ich vergesse so einiges. So, und dann könnt ihr die Liste euch anschauen, und ja. Oder ihr schaut euch einfach Dings an, die Folge, wo ich die alle runtergeladen habe. Da habe ich ja eine extra Folge dafür gemacht, weil es echt lange gedauert hat. Und ich habe gar nicht so viel Zeit verschwendet. Ich habe eigentlich die ganze Zeit nur Download, Download, Download. Ach, das ist schön, das nehme ich noch. Und das ist schön, und nehme ich noch. Und trotzdem hat es recht lange gedauert. War schon nicht gerade schlecht. So. Hier. Muss ja weg, logischerweise. Ja, und wie ich dann genau hier die Ecke mache, ich habe echt keine Ahnung. Das soll auf jeden Fall nicht dort sein. So. Hier mache ich auf jeden Fall zu. Okay. Ja, oben wird ja auch jetzt zugemacht, logischerweise. So. Dann muss da ein bisschen gesäbelt werden. Oder machen wir lieber ein Bohren. Bohren wir lieber. So. Und dann kriegt man hier richtig schön zu. Ja, und deswegen, den Link schreibe ich dann einfach in die Videobeschreibung. Wenn ich es hinbekomme. Das muss dazu gesagt werden. Oh, krass. Ich kann ja echt hier oben reinbauen. Ist ja voll krass. Ich glaube, es kam jetzt kein Update. Es kann auch mal sein, dass ich so kleinere Updates tatsächlich verpasse. Weil manchmal dann kommt ja, dann steht dann da Download oder so. Dann downloadet das ja bei Steam automatisch. Und ja, manchmal übersieht man das dann einfach, und dann hat man irgendwie keinen Hinweis darauf. Außer jetzt natürlich im Startmenü. Aber ich schaue im Startmenü, wenn ich ehrlich bin, auch nie hin, ob da jetzt irgendwie ein neues Update rauskam oder nicht. Es tut mir leid, aber so bin ich nun mal. Kann ich nichts dafür. Bin halt faul. So, wo kommt das jetzt hin? Das kommt jetzt bis hier ran. Okay, da kriege ich bestimmt nichts hin. Das war ja sowas von klar. Da bestimmt auch nicht. Deswegen hier mal ein bisschen bohren. Und
fertig. Ha, so krass. Also mit dem Bohrer echt immer noch, muss ich sagen, ein geiler Hinweis. Mit dem, ja, dass das jetzt, dass ich hier mit rechten Maustaste das machen kann. Was ist denn hier eigentlich gewesen? Was war das hier für ein Loch? Ah, das war dieses, nee, war das dieses super lange Loch, was wir gemacht hatten? Nein. Es geht aber auch nach oben. So krass. Überall Löcher, ey. Da können da Leute eindringen. Ist gar nicht schön. Egal. Ich baue jetzt einfach hier zu. Boah, jetzt muss ich erstmal schauen, wie rum ich jetzt gedreht bin. So rum. So. Nur zugebracht. Dann guckt da keiner mehr. Ich könnte natürlich auch ein bisschen schauen, ob ich es ein bisschen breiter kriege. Ach, egal. Ist eh da fast alles dicht. Da kann ich auch hier zubauen. Ja, ich mache jetzt nur Stahlplatten. Ne? Seht ihr vielleicht, seht ihr genau richtig. Ich mache jetzt gerade nur Stahlplatten. Teile, also nur Panzerung. Oder, ja, es sind ja keine Panzerung, das ist ja... Na doch, leichte Panzerung baue ich hier gerade nur ein. Obwohl ich ja eigentlich auch noch Dings machen wollte, dieses Innenwände und so. Da muss ich einfach mal schauen, wie ich das mache. Weil ich finde die Innenwände gar nicht so schön, muss ich ehrlich zugeben. Also die leuchten da ganz schön und so, aber so ganz zufrieden bin ich mit denen nicht. Dann vielleicht lieber gucken, ob ich mit Farben arbeiten kann und das aus meinem Mund. Ich und mit Farben arbeiten, oh mein Gott, das kann ja was werden. So, oder mit, ich möchte ja viele so schöne Gegenstände haben, Einrichtungsgegenstände und so, wäre echt toll, wenn ich das hinkriegen würde. Und ich hoffe, dass heute auch, oh, was ist das denn hier schon wieder? Ah, cool. Naja, egal, sieht man eh gleich nicht mehr. Bäm und bäm. Hier noch mal ein bisschen reinbohren. So, sollte reichen. So, dann ist hier tatsächlich zu. Krass. Ja, jetzt habe ich natürlich noch eine Sache, die mir gerade auffällt. Und, na gut, erstmal hier die Erhöhung ist ein bisschen dumm. Was mir aufgefallen ist, ist die Tatsache Livestream. Ich mache ja jetzt jeden Samstag einen Livestream. Und ich dachte mir, naja, man könnte ja auch Space Engineers machen, da könnte man ein bisschen zusammen schweißen und ein bisschen chilliger das Ganze angehen. Die Frage ist natürlich, was sagen, also was die ganzen Robocraft-Leute dazu sagen, weil viele denken bestimmt, ich werde wieder Robocraft streamen oder so, aber vielleicht möchte ich ja mal das hier streamen. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich da einen Server aufmachen will und die Frage ist, wie kann man denn bei Space Engineers überhaupt einen Server aufmachen? Und dann mit der Community irgendwie spielen. Das ist echt verdammt schwierig. Also, man kann ja jetzt kein großes Bauprojekt anfangen oder so, wenn man jetzt bis 2 Stunden streamt. Also, ich stelle mir das relativ schwierig vor, alles, wie man das dann hinkriegen soll. Also, ich frage mich gerade, ob ich hier vielleicht doch eine Tür reinbaue. Also, die, wie die Tür da vorne, die hier. Die dann von mir aus auch permanent offen ist. Aber dadurch hätte man die Sektoren auch abgeschlossen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Dann müsste ich da aber wirklich auch noch eine Tür reinmachen. Wobei die auf der Seite dann scheiße aussieht, wenn hier eine Tür ist. Ich glaube, hier das sieht eigentlich ganz gut aus so. Vielleicht muss ich das, diese Schräge auch hier so reinbauen, die ich da gemacht habe. Wo ich das dann schwarz anstreiche. Dann wird's, dann müsste ich doch noch ein Stück nach hinten. Ja, aber ich glaube, das wird sich lohnen vom Aussehen her. Ja, ich glaube, das lohnt sich vom Aussehen her. Ich schau mal, ob ich da noch ein Stück weiter hinterkomme. Dass ich dann sage, hier so dran bauen. So, bis dahin. Da dann die Mauer. Ja, ich glaube, das machen wir. Das machen wir. Einfach, damit es ein bisschen schöner aussieht. Ja, und dann halt der Livestream. Und da ist halt die Frage, kann man denn da überhaupt was machen? Wenn ich jetzt zum Beispiel versuchen würde, na gut, mein Rechner kann ich schlecht als Server benutzen. Ha, und wenn ich Anschluss sage, mach mal einen Server auf, dann kann der 2 Stunden lang nichts machen. Ist auch so eine Sache. Bin ich mir echt noch nicht so ganz sicher. Also ich bin auch überlegen, ob ich überhaupt, wenn ich streame, immer irgendwas Community-mäßiges machen muss. Weil streamen soll auch mal einfach mal chillig sein. Also dass ich einfach mal so ein bisschen chillig bin, ein paar Fragen beantworte oder sowas. Das ist, glaube ich, auch mal sehr interessant. Also, als wenn ich jetzt immer Stress habe mit Leute auswählen, wer darf denn jetzt mitspielen und manchmal hat man ja dann noch solche Pappenheimer, die man dann vielleicht, die irgendwie versuchen, ein Stream irgendwie ja kaputt zu machen, indem sie da irgendwelchen Scheiß labern oder irgendwas. Und das ist halt dann ein bisschen stressig, wenn da sowas ist. Ja, müsste man mal schauen. Ich habe eher Ideen in dem Sinne. Also, was sagt ihr denn dazu? Einfach, wenn man einfach mal einen chilligen Abend macht, so, dass es einfach ein bisschen chilliger alles läuft, das fände ich persönlich gar nicht so schlecht. Ich bin halt ein faules Schwein. Ich bin halt ein bisschen gerne so ein bisschen chillig veranlagt.
So, zumindest was im Stream angeht. Also ich erinnere mich noch ganz gut, als ich Space Engineers ganz frisch bekommen habe, jetzt aber, als ich es ganz frisch bekommen habe, also gekauft habe, da habe ich ja ein Let's Play gemacht, so mit Survival, und dann das war mir dann aber zu wenig. Und also das Let's Play war mir zu wenig, ich wollte mehr. Ich wollte ein bisschen mehr bauen und basteln, aber ich wollte halt nicht vorbauen, nicht so viele Folgen vorproduzieren. Und dann habe ich dann einfach gesagt gehabt, ja, ich mache einen Livestream. Da habe ich das ganz chilligen Abend gehabt. Das war echt ziemlich cool, weil der so richtig schön, ja, chillig war. Da waren ein paar Leute drin, haben ein bisschen gequatscht über Space Engineers und anderen Spielen. Fand ich echt gemütlich. Roof. Hm. Sowas fände ich eigentlich ziemlich cool. So ein bisschen einen richtigen chilligen Abend mal haben. Wie groß ist denn das hier? Gleich mal schauen. Oh, das ist super. Ist das falsch rum? Ist bestimmt falsch rum. Aber ich finde, so rum sieht das eigentlich auch schick aus. Auch wenn es falsch rum ist. Weil das hat irgendwas, finde ich. Ich mache mal richtig rum. Das sieht dann so hier aus. Hm, naja, könnte man auch machen. So ein Dreifach-Ding hier. Ja, mach mal. Da muss ich aber trotzdem einen Untergrund schaffen, weil sonst sieht das ziemlich komisch aus. So. Da muss ich das noch schweißen, sonst komme ich da nachher wahrscheinlich nicht mehr ran. Da muss ich interne Panzerung holen, dann können wir das machen. Ja, und ich fände echt mal so einen chilligen Abend ganz cool, wo ich dann mehr auf den Chat eingehen kann und dann baue ich nebenbei irgendwas hier. Aber da ist dann die Frage, was baue ich dann? Schweiße, wenn ich jetzt anfangen würde zu schweißen, das würde nicht ausreichen für einen ganzen Stream. Also, ja, ist immer die Frage, was schweiße ich, wie mache ich es und so weiter. Und das sieht aber auch sehr interessant aus mit den Farben hier. Die habe ich aber zufällig so gesetzt, ja. Die habe ich nicht, das habe ich nicht so geplant gehabt. So, ich hole mir interne Panzerung und gleich noch Energie. So, laufen! Brauche ich weniger Energie, wenn ich laufe, eigentlich theoretisch. Ja. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich finde das an sich gar nicht so schlecht. Chilligen Abend. Bisschen Space Engineers, müssen wir was bauen. Vielleicht könnten wir auch im Stream, das wäre auch eine geile Idee, in den Kreativmodus gehen und einfach mal ein bisschen was basteln. Schauen, wie könnte man was realisieren und so. Also Türen technisch oder das oder hier, jenes. Dann stellen wir uns irgendwie Aufgaben oder ihr macht dann einfach, sagt einfach hier, versuch mal das und das zu bauen, okay? Und dann könnt ihr mir zuschauen, wie ich dann das herausfinde, wie man das bauen könnte. Auch wenn ich nicht kreativ genug bin für sowas, aber könnte man ja auch machen. So, und also ich stelle mir da irgendwas Chilligeres vor. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich Samstag das direkt mache, ein Space Engineer Stream, aber es könnte tatsächlich sein, dass ich das mache. Also die Tendenz dahin, die steht auf... Oh, ja, klasse. Da will man das hier wegmachen und was bekommt man? Man ruppt gleich alles ring daher. Und woran liegt es? Ganz einfach, ich habe das nicht richtig aufgebaut. So, das müsste ganz normales gewesen sein. Die Tür habe ich ja dann doch, will ich hier offen lassen. Das müsste doch hier oben gewesen sein, das eine normale, hier. Genau. Nochmal hier bei den Sensor. Okay. Wow, falsch rum. Ah nein, das war so ein Endding, oder? Nein, das war doch, das war schon so. Das war richtig so. Ja, müsste ich vielleicht mal vollschweißen, das Ding. Dann würde das wahrscheinlich auch nicht so schnell kaputt gehen. So, genau wie die Dinger hier eigentlich, wenn ich die nicht... Obwohl, nee, die muss man sogar schweißen, oder? Ah, geil, die muss man sogar schweißen. Das finde ich geil, wenn die auch, wenn die auch Survival-mäßig integriert wurden. Das finde ich echt cool. Kann man die anmalen? Weil die sind aber immer so grau und nicht mehr so hell. So, so sieht das dann aus, wenn man hier ankommt. Man könnte natürlich auch nur diese eine Treppe nehmen. Mal gucken, geht die eigentlich auch? Funktioniert das wunderschön? So, und hier ist ja der Gang nach unten. Da müsste ich mal schauen, wie ich das am blödsten mache. Entweder wirklich, man fliegt da einfach durch mit einem Jetpack. Mit einem Fahrstuhl vielleicht, dass man da mit dem Fahrstuhl runterfährt, aber dann ist auch mal die Gravitationskraft auch irgendwie andersrum. Ist echt schwierig, wie man das macht. Ich hätte schon irgendwie eine gerne Verbindung zu der Außenbase, oder? Ich mache gar keine Verbindung zur Außenbase, mache hier einfach eine Luftschleuse rein, sodass man weiß, hier kann man auch nochmal abhauen. Ja, und da müssen wir schauen. Aber sieht doch schon ganz schick aus, gefällt mir. Ich schau mal kurz auf die Uhr. Oh, wir haben sogar noch ein paar Minütchen Zeit. Ist die Frage, ob ich jetzt anfange zu schweißen? Oder ob ich noch ein paar Lampen sozusagen verteile. Ich verteile ein paar Lampen. Und zwar dachte ich mir, hier oben ist auf jeden Fall noch irgendwie was dran. Die Frage ist nur, wo? Regelmäßige Abstände ist ein bisschen schwierig, kriegt man ja nicht hin. Hier machen wir mal so. Machen wir mal hier
Machen wir mal so, das sieht zwar... Ja, dann machen wir hier noch so. So zwei vom Boden immer weg. Von der Seite, so zwei Stück zur Seite. Dann machen wir hier nochmal so. Oder ne, eins. Wir müssen zwei... Ne, eins muss dazwischen. Eins, dann hier hin. So. Das sieht vielleicht ganz schnuckelig aus. Nur hier wird es ein bisschen schwieriger. Vor allem, weil ich auch gar nicht sehe, wo jetzt hier was kommt. So. Ich sehe schon, wie ich ins Loch falle. So dreht denn der sich immer wieder. Da muss noch eins rein. So. Und da ganz hinten muss auch noch eins. Hier mache ich noch eins rein. Ja, könnte vielleicht für den einen oder anderen zu viel... Nein, Moment mal. Da habe ich ja schon einen. Okay, dann war das ein bisschen falsch. Der sollte eigentlich dahin. Da sollte der hin. Dann muss der dahin. Dann hole ich mir schnell mein Schweißgerät. Fliege hoch. Und schweiße den falschen weg. Glaube ich zumindest, dass ich den falschen wegschleife. Und der ist auch noch falsch. Okay. Dann schauen wir wieder rein. So, drehen wir das richtig noch. Dreht sich immer wieder ein anderes rum. Bisschen nervig. So. Und dann könnte ich vielleicht hier als Zwischenstück vielleicht hier so machen. Ich mach's einfach mal. Gut. Das heißt jetzt extremely, ihr wisst schon. Ja, schweißen. Extremely schweißen, nur weil ich hier ein paar Lampen gemacht habe. Ach, Tenchi. Ach, Herstellungskomponenten nur. Okay, davon habe ich wahrscheinlich genug. Ich mach mal so. Also ich habe, wie gesagt, ich habe ja die Reichweite des Schauens habe ich geändert. Damit man... habe ich die nicht mittig gesetzt? Okay, das sieht... Okay, es ist mittig. Damit man einfach mehr sieht in diesem kleinen Zwischengang. Jetzt haben wir immer noch... Das habe ich immer noch so groß. Reichweite sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, das gebe ich zu. Werde ich in der nächsten Folge vielleicht wieder abändern. Mal schauen, wenn ich es nicht vergesse. Wenn ich es vergesse, dann ist es nicht, dann ist es nur ein Zeichen, dass es gar nicht so schlimm war. Liegen da Platten rum? Da liegen Platten rum. Nehme ich mit. Meine Platten. Okay. So. Gut, dann hier die noch. Okay. Ja, und dann muss ich nachher nur noch... Dann muss ich nachher nur noch die einstellen, dass auch gleich die Farbe richtig hinhaut. Man kann natürlich auch schauen, ob man die anders macht. Aber schwierig ist echt, die rauszufinden, welche jetzt welche sind. Das finde ich ein bisschen schwierig. Weil man die ja schlecht einfach Namen geben kann. Die muss man irgendwie erstmal rausfinden, welche dann welche sind. Deswegen werde ich hier wahrscheinlich alle wirklich nur eine Farbe geben. So, da ist noch einer. Sehr schön. Das sieht aber auch schön aus, so weiß. Fein hier, das sieht aus wie so ein geiler kleiner Gang irgendwie. Es hat irgendwas, finde ich. Ja, müssen wir mal schauen. So. Ich werde die erstmal so einstellen, wie die anderen auch. Okay, machen wir erstmal. Das heißt, ich gehe hier auf Hauptlicht und dann sehe ich hier, die sind alle nicht integriert. Ich könnte ihr auch eine andere Farbe geben. Ne? Ich weiß es nicht. Das war jetzt also so falsch. Ich muss Hauptlicht machen. Dann muss ich hier Steuerung. Kann ich auch Steuerung Shift machen? Nein, ich muss echt mit Steuerung alle hinzufügen. Nervig. So. Das dürften alle gewesen sein. Dann muss ich hier kurz die Farbe wieder abändern. Den Radius abändern. Magnetation. Intensität auf 6. Okay, Blinkintervalle, das ist eh nicht so wichtig. Dann heißt es speichern. Und dann schauen wir mal. Müsste eigentlich funktioniert haben. Oh ja. Ja, das ist ein bisschen heller jetzt. Ja, schön, schön, schön. Was ich aber sehr interessant finde, ist halt die Tatsache, dass das jetzt halt alles weiß ist hier drin. Die kann man, glaube ich, nämlich nicht abändern, die Farbe. Wäre aber cool gewesen, wenn man das geändert hätte. Ändern könnte. Ah, ich sehe gerade, dass hier ist ja noch das Zeug drin. Hier habe ich ja auch so eins drin. Könnte ich eigentlich abändern in ein... In den hier. Ich schaue mal kurz auf die Uhr. Ich habe sogar noch ein bisschen Zeit. Dann mache ich das nämlich hier auch. So. Okay,
Okay, ist ein bisschen schwierig, den jetzt reinzukriegen. So. So, die Frage, ob ich da jetzt eine Schräge einfach mache, direkt hier dran. So eine schöne Schrägen. Ja, doch, kann man machen. Ja, der Tenchi ist wieder in Umgestaltungslaune. Ach, ist das schön. Bei solchen Spielen werden Männer immer irgendwie... ja, wie soll ich das sagen? Ich sag lieber gar nichts. So, dann schnell hier und dann haben wir's. So, ich muss nur mal schauen, wie ich das dann da verbinde. Wahrscheinlich mit der Vierer, mit der Vier irgendwie. Muss ich schauen, wie die Ecken aussehen. Genau. Ah, hab's gewusst, irgendwann passiert's. Aber kein Problem. Gut, dann würde ich sagen, ich schaue mir noch mal draußen. Dann sieht man noch mal schön, was wir jetzt geschafft haben. Und das ganze Ding ist da aufgebaut. Lichter haben wir gesetzt. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, ich war der Tenchi hier von Sinups Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.